Herzlich willkommen, liebe Waage, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 11. Januar bis zum 20. Januar. Das ist die dritte Dekade Steinbock und wir befinden uns daher mitten in Steinbock-Energie. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark. Aber so langsam bekommen wir jetzt auch schon ein bisschen die luftige Energie vom Wassermann mit. Aber natürlich ist die Steinbock-Energie, die erdverbundene Energie, immer noch vorherrschend. Ja, schauen wir mal, wie sich dieser Umstand auf dich direkt auswirkt, liebe Waage. Eine Karte bitte für die Waage. Eine Karte für die Waage. Oh, der Turm. Es kündigen sich Veränderungen an. Ja, da gibt es Veränderungen in deinem Leben. Es kann für einige auch etwas Überraschung kommen. Es sind auf jeden Fall eher plötzliche Ereignisse beim Turm. Es geht oft um Themen dabei, die dich eigentlich schon länger belasten. Also etwas, was dich schon länger belastet, was dich schon länger herunterzieht, worüber du dich schon länger ärgerst. Irgendeine Angelegenheit diesbezüglich kann plötzlich ihren Ende nehmen und einen Umbruch in dein Leben hervorrufen, was dann letztendlich sich so auswirken wird, dass du dich von diesen Zwängen und Ketten, die dir diese Situation auferlegt hat, befreien kannst. Und halt, ja, eben dich danach befreit fühlst einfach davon. Ja, schauen wir uns genauer an, um was für Themen es da bei dir gehen könnte. Schauen wir uns das genauer an. Okay. Okay, recht schwere Energie sehe ich hier, ne, bei dir. Viele verschiedene Themen. Also in der Vergangenheit sehe ich hier einen König der Kelche. Eine gereifte Person in deinem Umfeld. Eine Person des Wassers, ne? Fische, Skorpion oder Krebs. Muss aber nicht unbedingt sein. Kann auch eine Person sein, die sich dir gegenüber sehr empathisch, sehr einfühlsam, sehr emotional gezeigt hat und sich auch emotional einfach geöffnet hat, ne? Sehr offen mit den eigenen Gefühlen umgegangen ist. Vielleicht hat die vergangene Situation es auch erfordert oder es dir ermöglicht, dich auch ein bisschen mehr wie der König der Kelche zu verhalten, also dich emotional zu öffnen und auch, ja, offener über deine Gefühle zu reden und sie stärker zuzulassen und auch so einen verantwortungsbewussten Umgang mit den Gefühlen von dir und anderen einzunehmen, ne? Ja, jetzt aktuell eine unterschiedliche Energie, eine zweigeteilte Energie. Einerseits die 5 Kelche. Eine Erwartung, die du emotional hattest, enttäuscht sich. Hier zeigt sich auch Desillusionierung. Desillusionierung von Gefühlen, die man als selbstverständlich erachtet hat. Kann auch eine Befreiung sein, ne? Man ist enttäuscht, man ist zwar enttäuscht von etwas, emotional, aber jetzt weiß man wenigstens, was Sache ist, ne? Ist auch eine Befreiung. Ja, und dann kommen die 9 der Stäbe hinzu. Du sammelst deine Ressourcen und machst dich auf einen Kampf bereit.
Du rüstest in dir auf, ne? Innere Stärke. Für irgendwas möchtest du dich stark machen. Für irgendetwas möchtest du, hast du vor, dich einzusetzen. Etwas hat deine Leidenschaft schon gepackt aktuell, ne? Und dafür rüstest du dich auf. Ja, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an im weiteren Reading. In der Zukunft auf jeden Fall die 10 Scheiben. Das, wofür du dich einsetzt, das wird zum Erfolg kommen. Du wirst schnell einen Erfolg erleben. Hier zeigt sich ein stabiles soziales Netz, vielleicht stabile Beziehungsstrukturen. Ein stabiles soziales Netz, sehr viel Wertschätzung, sehr viel auch ja, Sicherheit, Stabilität für dich, auch finanzielle Stabilität. Ja, und du wirst erstmal auf einen vorläufigen Höhepunkt erreichen, ne? Mehr ist dann vorerst, was das materielle, finanzielle, konkrete anbelangt, erstmal nicht zu erreichen, vorerst. Ja, schauen wir uns genauer an. Also wenn eine Karte nach Turm mit dem Turm in Zusammenhang stehen könnte, dann sind es die 5 Kelche, ne? Die Desillusionierung, dass man sich von Illusionen, von Annahmen, von Glaubenssätzen befreit, die einen jetzt nicht mehr nutzen, die einen im Weg stehen, ne? Die eigentlich negative Gefühle einen ausgelöst haben. Aber man konnte sich jetzt nicht vorstellen, dass das irgendwie anders sein kann. Ja, zum Beispiel sowas könnte das jetzt sein. Aber wir gucken mal weiter. Mit welchen Herausforderungen hast du es gerade zu tun, liebe Waage? Ah, das sind 3 Karten. Ah, das ist leider eine zu viel. Okay, 2 Karten. Die Karten sind ja ziemlich mitteilungsbedürftig. Auch hier, ne? Also viele verschiedene Einflüsse. Auch hier ist irgendwie alles, also es ist alles ein bisschen bei dir durcheinander. Aber eins kann ich sagen, hier zeigt sich das Rad des Schicksals, das Glück. Also hier bei so viel Chaos, ne, ist klar, dass es Ereignisse gibt, auf die du keinen Einfluss hast. Es gibt Ereignisse um dich herum, da hast du keinen Einfluss, die werden dich aber betreffen und die werden auch dein Schicksal in irgendeine Richtung drängen. Es gibt Ereignisse um dich, die zu einer Wendung in deinem Leben führen. Und sich als glückliche Entwicklung herausstellen werden. Vielleicht nicht sofort, vielleicht kannst du das jetzt noch nicht so sehen, was daran gut sein soll, wenn das und das sich so entwickelt. Aber du wirst sehen, es wird gut werden. Das Schicksal ist auf deiner Seite. Und diese Entwicklung, so wie sie ist, du hättest es nicht aufhalten können. Du kannst es jetzt auch nicht besonders groß beeinflussen. Du kannst, ja, also ja, du kannst einfach ja annehmen, schauen, was passiert und dann später das Beste daraus machen, ne? Und ich sag, und darin vertrauen, dass das Rad des Schicksals auf deiner Seite ist, ne? Das wird schon noch einklingen. Und hier zeigt sich auch die 7 der Schwerter, das Gefühl von Vergeblichkeit, ne? Also es löst schon eine Frustration in dir aus. Gleichzeitig kommt aber die 4 Scheiben hinzu, eine Stabilität. Also es gibt auch vieles, was bei dir sehr stabil ist. Ich würde vor allem auch finanzielles Finanzen nennen dabei, aber es gibt auch in dir eine sehr robuste, stabile Festigkeit. Ja.
die dich jetzt über den Weg hin trägt, die dich unterstützt. Okay, machen wir mal weiter. Was war denn in der Vergangenheit los? Also ich muss irgendwie noch ein bisschen besser verstehen, was aktuell so, was für Themen es da gehen könnte bei dir. Also schon viel kommt da zusammen. Viel Chaos, sage ich dir. Eine Idee, ein Gedankenblitz, ein Aha-Moment. Dir ist etwas klar geworden. Hat vielleicht mit dem König der Kelche zu tun, mit der Liebe, mit den Emotionen. Ein neuer geistiger Zyklus. Also dir ist etwas Wichtiges wirklich klar geworden. Und das hat jetzt so viel Konsequenzen, ne? Das schlägt ganz schön Wellen. Ha. Der Erfolg. Also materiell, also da haben wir es wieder, ne? Also auf dieser materiellen Ebene, finanziell, alles, was so Geborgenheit und Stabilität anbelangt, da gibt es keine Probleme bei dir, da läuft alles gut. Es sind alle anderen Elemente, ne? Die Schwerter und die Kelche vor allem, die das auch alles ausgelöst haben, ne? Also wir reden hier von Gedanken und von Gefühlen. Ja, von materiellen Werten, von konkreten Dingen. Ja, da läuft alles bei dir sehr gut. Da gibt es auch, ja, vielleicht sogar auch positive Nachrichten in dieser Zeit. Erfolge halt, ne? Vielleicht finanziellen Zuwachs auch. Naja, eine Sorge weniger, ne? Also um das Geld musst du dir keine Sorgen machen. Vielleicht gibt dir dieser Zustand vom materiellen Wohlstand, also ja, ich sehe hier schon Wohlstand auch. Vielleicht gibt dir das so eine neue Sicherheit, wodurch du dich auch irgendwas Neues wagst. Ich habe den Eindruck, hier, ja, eben, du bist hier auf einen neuen Gedanken gekommen und du sprengst alte Grenzen, ne? Einige von euch können hier über sich hinauswachsen. Wechsel. Hier auch schon wieder so eine stabile Karte. So eine stabile Erdscheibenkarte, ne? Hier haben wir 2, 4, 6 und, na, die 8 fehlt noch. Aber 2, 4, 6 und die 10. Vielleicht kommt die 8 hier noch. Also, das ist wirklich positiv. Und das ist tief in deinem Inneren verankert. Der Wechsel ist auch so angenehm. Es ist so eine sanfte Stabilisierung zwischen neuen Umständen. Also irgendwie hat sich ja, es verändert sich ja voll viel bei dir. Es hat sich was geändert. Und eine Kraft in dir ist so stabilisierend, die pendelt die neue Situation so ganz langsam aus. Und hier zeigt sich ein ganz langsamer, organischer, flexibler Wachstumsprozess. Ja, der dich stabilisieren wird, ne? Der dich auch dauerhaft erden wird. Ja, jetzt geht es hier mit den Scheiben weiter. Jetzt haben wir hier aber eine 5. Vielleicht ein Wartezustand deinerseits. Ja. Ja, irgendwie so eine Art Ruhe vor dem Sturm.
Ja, das ist wirklich so ein Wartezustand, ja. Das ist wirklich, deswegen auch die Vergeblichkeit. Aber du bist so stabil, du bist so stabil, aber du bist auch in Kampfeshaltung. Du rüstest ja auf. Du bist mega stabil, du hast Energie und du wartest. Das kann dann in der Zukunft, aktuell noch nicht, aber in der Zukunft kann dieser Wartezustand dann auch anstrengend für dich werden, zermürbend, wie man so sagen könnte. Ah, jetzt wird spannend, deine Einstellung. Die zwei. Es passt zu diesen beiden Karten, ne? Also du fühlst dich schon herausgefordert. Du hast ja hier auch hochgerüstet. Du bist ja kampfesbereit und du fühlst dich herausgefordert. Und das erzeugt in dir schon auch ein belebendes Gefühl. So eine Art, wie so eine Art Wettkampf, so ein sportlicher Wettkampf. In deiner Umgebung der Ritter der Scheiben. Kann das die gleiche Person sein? Na, sind auf jeden Fall unterschiedliche Energien, sind aber beides Ritter bzw. Könige. Eine Kelche-Scheibenperson. Steinbock oder Krebs? Vielleicht um dich herum. Auf jeden Fall zeigt sich hier eine Person der Erde, also Steinbock, Stier oder Jungfrau natürlich. Eine eher gereiftere Persönlichkeit. Eine sehr pragmatische Person, die mit beiden Beinen fest auf der Welt, auf der Erde. Sehr pragmatisch denken, viel Realitätssinn. Und diese Person, ja, die hat auch alles einfach im Griff. Kann natürlich sein, dass du von deiner Umwelt gerade als diese Person auch wahrgenommen wirst, weil du so viele Scheiben hast, so viele stabilisierende Scheiben. Also Erdenergie ist gerade in dir auch fest verankert. Du bist gerade doch sehr erdverbunden. Erdverbundener als sonst. Es kann aber auch eben genauso gut sein, dass du eine Person in deinem Umfeld hast, die für dich dieser Ritter der Scheiben ist und die dir bei diesen ganzen Scheiben hilft, ne? Beziehungsweise die dich da erdet, die auch viel Erdenergie, eher viel Bodenständiges mitbringt. Ja. Schauen wir mal weiter. Ah, jetzt haben wir sie. Die 8 Scheiben. Ja, jetzt haben wir wirklich alle runden Scheiben hier, ne? 2, 4, 6, 8, 10. Und interessanterweise ist es auch noch eine zukunftsweisende Karte, ne? Also, es ist auch noch von der Reihenfolge fast genauso. Naja. Interessant. Es ist auf jeden Fall, ja, du möchtest dir auch was Dauerhaftes aufbauen, aber deine Wünsche und Vorstellungen, die sind schon realistisch, ne? Du bist im Moment auch wirklich auch so eine realistische Person. Deine Wünsche und Vorstellungen sind schon realistisch. Wir haben, was auf dich zukommt, ist hier schon mal die 2 Scheiben. Das ist das Pendant zu den 8 Scheiben, ne? Das passt ganz gut zusammen. Du möchtest dir wirklich was aufbauen, etwas, was lange Bestand hat. Ja, du möchtest etwas Stabiles jetzt haben, eine Langzeitbeziehung oder
mehr als das, ne? Wirklich eine Familie. Es sieht auf jeden Fall gut aus, dass du im Moment dir sowas aufbauen kannst, ne? Also im Moment, das Schicksal ist da mit dir, ne? Es kann hier aber auch um Projekte gehen, ne? Alles, was so ja, mit materiellen Erfolgen zu tun hat, mit etwas, was man anfassen und sehen kann, ne? Um materielle Werte. Das kann eben auch ein Projekt sein oder die Selbstständigkeit, ne? Ein eigenes Büro. Ja, was ist denn das Ergebnis? Oh ja, das Glück, ich sagte, ja, das ist ja fantastisch. Das Glück ist auf deiner Seite. Am Ende, wenn du, wenn, also, ja. Am Ende, wenn du diesen Wartezustand überwunden hast, wenn du dann losstarten kannst, dann kommt ein Ereignis auf dich zu, ein unerwarteter Gewinn, ein unerwarteter Gewinn, eine glückliche Wendung von außen, ungefähr das, was ich beim Schicksal beschrieben habe. Etwas entwickelt sich zu deinen Gunsten. Ja, und das könnte auch ein finanzieller Gewinn sein, ne? Es könnte, aber oft ist es dann einfach so. Noch mehr als das, ne? Eine günstige Wendung, irgendwas, was dir zugute kommt und was du wirklich praktisch erkennen kannst, praktisch sehen kannst. Nichts Metaphysisches oder so. Ja, ich frage mich halt, was jetzt dieser Turm ist, ne? Weil eigentlich sehe ich hier sehr viel Stabilität. Aber ich denke mal, es geht hier um wirklich um, hier geht es um nicht materielle Werte, die bei dir zum Turm führen müssen. Vielleicht musst du irgendwas in deinen Überzeugungen dich von deinen Überzeugungen befreien oder ja, in ein nicht materieller Sachverhalt, dass es den zu zerstören gilt. Hier sehe ich ja die Enttäuschung und die Vergeblichkeit. Das sind so die Themen. Deine Feuerenergie und deine Erdenergie läuft gut. Und ich sehe halt wirklich viel, viele materielle Erfolge für dich. Ja, ich möchte dir noch abschließend einen Ratschlag vom Mond mitgeben. Ja, hier, der Mond, Vollmond im Widder. Ja, hier, das ist auch Widderenergie, ne? Ja, Vollmond im Widder, ein feuriger Höhepunkt. Ein feuriger Höhepunkt kommt näher. Spannend, ja, spannend. Ja, okay, dann bezieht sich vielleicht der Turm darauf. Ja, also hier gibt es zwar so viel Stabilität, so viele Erdenergien, aber die sind wohl auch alle mit feurigen Erfahrungen verknüpft, ne? Hier mit den zwei Stäben. Das sind die Feuerkarten. Ja, interessant. Es wird spannend. Ja, liebe Waage, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass diese Legung dich inspiriert hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir ja viel Erfolg und Aufregung und Spannung. Und es würde mich freuen, wenn
du das nächste Mal wieder dabei bist und wir uns bald wiedersehen. Bis dahin alles Gute und bis bald.